Wir können ja anscheinend später die Waffe verändern. Ach, ich bin nur links ausgeschwischt. Wie lang ist dem so eine Waffe? Ach, Leute, ich vergesse immer wieder, dass ich es schwer eingestellt habe. Ja, wissen wir schon. Das wissen wir schon. So. Da ist gerade Klick hat mit dem Schwert. So, was ist denn das für einer? Oh!
Ich hab doch gesagt, dass etwas schon bald anders ist. Ja, so schön. Wo sind denn da die Infos? Man hat doch da immer Infos gekriegt. Oh, ich find's nicht. Da werde ich offline nochmal drüber schauen. Ich habe gesagt, du sollst still sein. Aber warum verbrennt ein Feuer Treumutters Garten? Und seit wann kommt Draugar so nah ans Haus? Und was war das gefrorene Ding, das uns angegriffen hat? Oh, froh nicht so viel. Sei still. Wir sind fast zu Hause. Ui, die Mutter ist ganz schief. Schon runtergebrannt. Ah, da ins Haus müssen wir. Ins Haus, Junge. Ich finde den Übergang immer so gut von Spiel in Zwischensequenz. Man merkt nämlich, wie Film. So, wir gehen mal zum Junge. Das ist ungerecht. Was dann? Du warst zu zornig. Das Ding wollte uns töten. Und du bist auch wütend im Kampf. Zorn kann eine Waffe sein. Wenn man ihn kontrolliert, nur dann. Aber du kannst das nicht. Verliert man... Ich war lange nicht mehr krank. Ich fühle mich besser. Was meint damit krank? Dann los jetzt. Ich soll dich schlagen? Du sollst es versuchen. Au! Warum? Versuch's nochmal. Was soll das? Zu langsam. Versuch's nochmal. Hör auf! Schwach. Nochmal. Nochmal. Hör auf! Nochmal! Dein Zorn. Er überwältigt dich. Das wird ein schwerer Weg. Und du, Atreus, bist einfach nicht bereit. Was war das? Still. Los, komm raus! Verstecken bringt dir nichts mehr. Ich weiß, wer du bist. Was will der? Kennst du ihn? Und viel wichtiger, ich weiß, was du bist. Junge, unter dem Boden. Los! Aber ich darf doch da nicht runter. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Wovon redet er? Ich weiß es nicht. Rein da. Sag mir einfach, was ich wissen will. Die Sache muss nicht blutig enden. Ich dachte, du wärst größer. Aber du bist es, eindeutig. Weit weg von zu Hause, oder? Was willst du? Oh, du kennst die Antwort darauf doch bereits. Was immer du auch suchst, ich hab es nicht.
Du solltest gehen. Und ich glaubte, dass euer Volk so aufgeklärt wäre. So viel besser als wir. So viel schlauer. Und doch versteckst du dich hier draußen im Wald. Wie ein Feigling. Diesen Kampf willst du nicht. Oh. Oh doch, ich denke schon. Verschwinde von hier. Das war eindeutig. Du musst mich schon töten, damit das passiert. Ich hab dich gewarnt. Endlich. Der will's anscheinend, echt. Du wolltest nicht hören. Ich bin dran. Oh! Wow. Wirklich unglaublich enttäuschend. Na dann. Man soll seinen Gegner nie unterschätzen. Lass dich so bekämpfen wie die Kleine. Sinnlos. Wow, nett mit mir. Oh. Also ich glaube, wenn ich nicht rechtzeitig mit dem Schild trigger wird, hätte er mich. Oh, jetzt kann man ihn gut bearbeiten. Gut abgefangen, gut abgefangen. Fang! Ja. Boah, das war Timing. Nein, habe ich nicht. Das alles? Was ich wissen will. Der Schmerz hört auf. Ganz einfach. Wieso sind da drin zwei Becken? Oh je. Schön im Wechsel. Schön im Wechsel. Jawohl. Immer ins Gesicht. Obwohl man es so bearbeitet hat. Etwa einen wunden Punkt getroffen. Ah! Rums! Wen versteckst du? Langsam und alt. Du hättest nicht nach Midgard kommen sollen. Oh, ne, komm. Na, willst du es nochmal versuchen? Ja,
Du Ach, ist wieder voll live. Alter. Willst du nichts sagen? Na schön. Was ist das für ein Typ? Vielleicht redet ja derjenige mit mir, den du da im Haus versteckt hältst. Jawohl, jetzt kommt der Zorn raus. Wer ist es? Wen soll ich sehen? Alter. Finden wir es heraus. Du langweilst mich immer noch. Wir haben noch die Fähigkeit, also dran da. Du bist ein Dafür habe ich keine Zeit. Bist du einer von den ganz Tiefen? Oh je, mein Power ist weg. Was jetzt? Wir konnten zum Glück mit dem Schild abwehren. Komm, 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 jawoll! Zwei Optionen kriegen wir da Angebot. Jeder normale Mensch wäre jetzt schon weg. Alter. Oh, wir sind ganz schön arg schlau. Ich glaube, der steht nicht mehr auf. Alter, guck mal, ich bin eine Risse. Also war einer echt sauer. Heftig, heftig, heftig. Gut, dann gehen wir mal zurück. Willst du etwa schon gehen? Nee. Er ist schon wieder fit. Als Odin mich hierher geschickt hat, brauchte ich bloß Antworten. Aber du bist einfach zu stark. Schleudere, was du hast auf mich. Ich werde nicht aufhören. Der alte Körper wird versagen. Aber bevor ich es zu Ende bringe, solltest du eines wissen. Ich spüre überhaupt nichts hiervon. Was? Er spürt keinen Schmerz? Deinen eigenen Augen gesehen. Du kannst mir nichts tun. Nichts kann das. Dieser Kampf ist sinnlos. Deine Gegenwehr ist sinnlos. Es hätte nicht so weit kommen müssen. Mann, der labert echt viel. Jämmerle! Du kannst nicht siegen. Ich spüre gar nichts. Aber du fühlst alles. Und doch gibst du nicht auf! Ich bin nicht mein Bruder! Und hättest du mir gegeben, was ich wollte, hätte es nicht so enden müssen.
Aber nein! Bringen wir das hier zu Ende. Zweite Runde. Du kannst mich nicht besiegen! Oh, was ist denn das für eine Fähigkeit? Glaube ich nicht. Alter. Nee, jetzt noch kaputt, hier, komm schon. Wir schaffen den. Doch, kann ich. Jetzt sei ruhig, verdammte Kacke. So, drauf hab ich gewartet. Nein! Die ganze Zeit schaffe ich es, dem Angriff auszuweichen. Oh, cool, cool, cool. Wir sind noch durch. Ich dachte, alles ist von vorne. Ach, Mann. Wo ist er?
Ach, wenn er so schnell angedüst kommt, her. Muss man jetzt erstmal gucken, wo er kommt. Ich mach dich fertig! Mich nicht besiegen! Doch, kann ich. Wow. Ja, ja, das ist eine Option. Ersticke. Ich hatte gehofft, dass du mich im Gegensatz zu meinen anderen Gegnern endlich etwas fühlen lassen kannst. Doch, kannst du nicht. Los, brech's ihm! Oh, Gott. Hat das jetzt auch gelangt? Ah, oh, er schmeißt Nado Nuna, okay. Wow, was ein Kampf. Die Axt? Ich kann die Axt nicht rufen. Hat er meine Vergangenheit? Wie haben sie mich nach all der Zeit gefunden? Boah, ist der arge schlau. Faye, was soll ich tun? Unser Sohn ist noch nicht dazu bereit, meine Asche zum Gipfel des Berges zu tragen. Jetzt heilt er langsam. Und ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das ohne dich tun soll. Hammerhart. Aber wir können nicht hier bleiben. So viel, ich dachte. Geht's dir gut? Sieht das so aus? Komm. Hol deine Sachen. Wir gehen. Bin ich bereit? Nein, bist du nicht. Aber wir haben jetzt keine Wahl. Gib dein Bestes. Ja, Vater. Der Berg. Das wird eine lange Reise. Ja. Aber eine wichtige. Wow, wie ist das denn passiert? Tja, das fragst du dich wirklich. Oh, was war denn das für ein Bebe? Mal gucken, wir können da
Wenn man uns wieder fit mache. Sehr schön. Blackouts every other night.